Mein Name ist Sarah Brigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Anfrage, ob ich nicht ein Video machen könnte zu Elif und Katja und ihrem Song Highway. Und ich habe dann kurz reingehört, aber ich war auch sonst einfach gerade sehr busy mit viel Unterrichten und so. Und habe dann gedacht, irgendwie habe ich gerade nicht das Mega-Bedürfnis, da zu dem Song was zu machen. Und dann ist aber heute ein Video aufgetaucht, und zwar ein Video von einer Live-Session oder einer Akustik-Session. Und zwar nicht nur mit Elif und Katja, sondern auch noch mit einer dritten Sängerin, Luna. Ich muss gestehen, ich kannte eigentlich nur Elif. Die anderen beiden weiß ich nicht so genau, was die sonst machen. Aber ich fand das eine ganz spannende Version, vor allem eben, weil drei Stimmen in einem Song. Und darum dachte ich, könnt mir das gemeinsam anhören. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway und ich spüre den Wind, denn nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Okay, zwei Dinge. Was die Luna super gut macht, ist diese Wechsel aus dem Falsett raus. Ich weiß gar nicht, ob ihr es hört, weil sie macht das sehr, sehr clever. Dieses da-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 da. Hört ihr den Wechsel? Da-d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 a. Es hat natürlich ein bisschen Autotune drauf oder sonst Effekte. Das macht es ein bisschen schwieriger zu hören. Aber anyway, das ist super gemacht. Also da lässt sich nichts gegen sagen. Und ich sehe, die Sonne spiegelt sich in der Schuppe. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich war. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Schon verrückt, was passiert ist. So war das nicht vor ein paar Jahren. Auch wenn's manchmal zu viel ist. Nehm den Fuß, ich vom Gas. Das ist, ich habe Elif das erste Mal gehört, ich weiß nicht, da war sie, war das bei Popstars? Ja, weiß nicht, vor 10 Jahren oder so. Damals habe ich diese Castingshows manchmal noch mehr verfolgt und habe dort schon gedacht, hey, das Mädel hat so eine eigenständige Stimme. Ich kenne niemanden, der so klingt wie sie. Das ist ein mega Geschenk. Es hat ein paar Gründe. Zum einen ist es die Luft. Es hat sehr, sehr viel Luft auf der Stimme. Das hört sich dann manchmal auch ein bisschen heiser an. Es ist einfach viel Luft. Und dann hat sie noch so ein paar andere Eigenheiten. Ich glaube, man hört es jetzt dann gleich auch noch. Und das ist halt echt ein mega Geschenk. Eine so einzigartige Stimme, das ist super. Und ich muss auch sagen, ich respektiere Elif sehr. Ich habe das nicht mehr so verfolgt, was sie die letzten Jahre gemacht hat, aber was sie vorher gemacht hat, ist, fand ich, waren einfach ganz, ganz schöne Popsongs, cool gemacht. Sie hat auch ein wirklich großes Songwriting-Talent. Also ich finde, das ist echt eine gute, ja. Handschuhfach ist voll mit 100.000 im Bar. Das alles hat keinen Wert, seit sie sagt, Mama ist krank. Meine Träume wurden wahr mit der Zeit. Ja. Das Zweite, was sie auch ausmacht, ist dieses Vibrato, das ein bisschen klingt wie schnelles Lachen. War mit der Zeit. Also ehrlich gesagt, ist es nicht mein Lieblings-Vibrato, ja. Aber es ist einfach cool, weil es ist so eigen. Also es gibt auch nicht so viele Sänger, die es so machen. Übrigens auch hier gerade ganz, ganz schöne Harmonien. Die Katja singt hinten durch höher und die passen super zusammen. Mein Ex-Freund schreibt mir, es tut ihm heute leid. Ah, hier haben wir es gehört. Leid. Oder dieses, eben, klingt ein bisschen wie Lachen mit viel Luft. Ja, eben, wie gesagt, cool, wenn man sowas Eigenes hat. Ja, ich weiß, du wärst so gerne dabei. Ich glaub, ich bleib lieber allein. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Und ich spüre dich.
den Wind. Denn nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Schöne Adlibs gerade von Elif oben drüber. Ich habe mich vorher kurz gefragt, ob es tatsächlich live ist. Aber die Klaviertasten sind, also die sind ganz kongruent mit dem Ton zum einen. Aber das habe ich ein bisschen irritiert, weil bei Elif das Mikro immer so weit weg ist. Also vielleicht für alle, die nicht mit Mikro singen, vielleicht nicht so wissen, wie das ist. Es gibt verschiedene Mikrofone, es gibt zum Beispiel dynamische Mikrofone, Kondensatormikrofone und die sind relativ unterschiedlich mit ihren Eigenschaften. Also zum Beispiel bei meinen Konzerten habe ich immer eigentlich beide dabei, weil zum Beispiel ein dynamisches Mikrofon ist nicht so feedbackempfindlich, dafür nimmt ein Kondensatormikrofon mehr auf. Jetzt mit einem dynamischen Mikrofon so weit weg zu singen, das würde nicht gehen. Ich gehe sowieso davon aus, dass es ein Kondensatormikrofon ist. Okay, jetzt verliere ich mich ein bisschen in Details, aber einfach, falls ihr mal irgendwann Mikrofone ausprobiert, das ist schon sinnvoll, wenn man die näher zum Mund nimmt und nicht so weit weg hält, weil sie sollen ja auch etwas einfangen, ja. Eben, und um das noch kurz den Gedanken abzuschließen, darum war ich nicht sicher, es ist tatsächlich live, aber ich habe doch das Gefühl, doch, das ist wirklich eine Live-Aufnahme. Seh, die Sonne spiegelt sich in der Chopin. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich war. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Okay, waren die Backings vorher vielleicht Luna und nicht Katja? Ich weiß es nicht. Jetzt haben Luna und Elif, glaube ich, zusammen gesungen. Hey, aber super schöne Harmonien. Ich habe es ja vorher schon gehört, darum weiß ich, die drei haben so unterschiedliche Stimmen, aber jetzt die Harmonien, die haben also wirklich 1A zusammengepasst. Sie hassen mich und ich liebe es, ohne Neid kein Erfolg. Jetzt wollen sie mich verbieten, doch die Venues sind voll. Meine Brüder schauen von oben zu, ich schwöre, ich mache euch stolz. Erzähl mir nichts von Realness, dieses Herz aus Gold. Schauen. Sie hat einen kleinen Sprachfehler. Ich muss ja gestehen, ich liebe Sprachfehler. Ich habe echt ein Faible für Sprachfehler. Ich frage mich gerade, wieso. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich mag ich einfach alles, was auch ein bisschen abfällt von der Norm. Ein bisschen was Spezielles, was man nicht immer hört. Und was einen Sänger oder eine Sängerin einzigartig macht. Und den Sprachfehler finde ich schon ganz süß. Ist ja ganz klein, ist ja ganz leicht. Mein erstes Album ging direkt auf die Eins. So viele Zahlen auf dem Steuerbescheid. Ich glaube, das heißt, ich bin jetzt reich. Schön, jetzt, ja, eine schöne, poppige Stimme. Ja, super Harmonien. Jetzt weiß ich nicht gerade, habe ich nicht gerade ganz drauf geachtet, wie der oben drüber singt. Aber mir gefällt es, dass das so arrangiert ist, dass die Backings wirklich immer relativ stark zurückgenommen sind, eher hoch und so fein. Das passt sehr gut. Mein erstes Album ging direkt auf die Eins. So viele Zahlen auf dem Steuerbescheid. Ich glaub, das heißt, ich bin jetzt reich. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Und ich spüre den Wind. Denn nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Schöne Adlibs von Elif oben drüber. Und ich seh, die Sonne spiegelt sich in der Chopin. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich war. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Viel zu schnell auf dem Highway. Hey, also diese drei Stimmen passen echt super gut zusammen. Es waren ganz, ganz schöne Harmonien. Ich bin sowieso eigentlich Fan, wenn man fast nichts. Also für mich persönlich, je akustischer, desto cooler meistens, weil erst dann hört man eigentlich die wirkliche Qualität des Songs, des Sängers, der Instrumentierung oder auch der Qualität, wie spielt ein Pianist oder ein Gitarrist oder wie auch immer. Finde das eine ganz schöne Version. Gefällt mir viel, viel besser als die Studioversion, aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Und was ich auch cool finde, ist eben drei so unterschiedliche Mädels, die was zusammen machen, so ein bisschen Girl Power, das gefällt mir natürlich auch immer sehr gut. Cool! Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Abo da
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.